ihr Lieben. Heute soll es noch den Lesemonat vom Mai geben und ich hatte ja gesagt, ich versuche mich jetzt ab sofort in den Lesemonat etwas kürzer zu fassen. Ich verlinke euch natürlich oben in der Infocard immer jeweils noch das Video zu den letzten drei Büchern, die ich gelesen habe, wo ich auf die Bücher dann natürlich auch nochmal genauer eingehe und alles. Und falls ihr da wissen wollt, nochmal genauere Informationen zu den Büchern haben wollt oder irgendwas, dann klickt dort einfach rein. Und ansonsten, wie gesagt, fasse ich mich jetzt immer etwas kürzer, damit diese Videos einfach nicht mehr eine halbe oder dreiviertel Stunde lang werden. Und ja, so viel erstmal zur Erklärung, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ganz kurz noch vorab, bevor ich mit den Büchern anfange, nicht wundern, falls ich hier heute so rumhopse. Ich sitze auf meinem Gymnastikball. Ja, ich habe so einen Gymnastikball, die sind echt cool. Und ich kann leider im Moment nicht auf dem Fußboden oder so sitzen, weil ich Rückenprobleme habe. Deswegen nicht wundern, falls ich mal irgendwie hier so lustige irgendwelche Bewegungen mache. Das ist dann unbeabsichtigt. Aber wenn ich auf so einem Ding sitze, muss ich immer so rumhopsen. Kennt ihr das, wenn du so hui, hui, hui? Ja gut, lassen wir das. Das erste Buch, was ich im Mai gelesen habe, war Noelle und Noel von der lieben Nicole Kiso. Und in diesem Buch geht es, wie der Titel auch schon sagt, um Noelle und Noel. Und wir begleiten hier am Anfang erstmal Noel, den jungen Noel, also ich sag jetzt mal eher Noel. Wir lernen ihn dort kennen und er wohnt in einem kleinen Hexendorf und hat eigentlich auch die Gabe der Hexen in sich. Also er trägt Magie in sich, kann sie aber leider nicht richtig koordiniert herbeirufen. Und da geht immer irgendwas schief, weswegen er von den anderen Dorfbewohnern gemieden wird und auch so als Außenseiter behandelt wird. Und ja, er ist halt quasi der Depp vom Dienst und hat halt kein schönes Leben. Der einzigste Lichtblick, den Noel hat, ist die Prüfung der Hexenmeister, die in ein paar Tagen stattfindet. Denn wenn bei der Prüfung entschieden wird, dass er kein Hexer ist, dann ist er frei. Und so freut sich Noel natürlich dann endlich auf seine Freiheit und endlich aus diesem Hexendorf wegzukommen. Und leider ist es jedoch so, dass bei dieser Prüfung natürlich irgendetwas schief geht und plötzlich ein verschwundenes Familienmitglied auftaucht, was sein Leben so ziemlich auf den Kopf stellt. Zu diesem Buch kann ich sagen, es ist eine High-Fantasy-Geschichte und Noelle, die Geburt ist der erste Teil einer mehrteiligen Reihe. Und ich finde den Auftrag sehr, sehr gelungen. Er hat mir richtig gut gefallen. Ich durfte inzwischen schon den zweiten Teil lesen und der wird so gut, Leute. Der wird so gut, der zweite. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Und da passiert so viel krasser Scheiß. Und Wendungen, mit denen man nicht rechnet und das Ende ist so, what? Also, ne, also so, wie kann ich schon mal sagen, ich habe den zweiten schon gelesen. Auf jeden Fall, ja, es ist im ersten so, wie gesagt, es ist eine High-Fantasy-Geschichte. Wir befinden uns in einer Welt, in der es Hexen gibt und in der es Menschen gibt. Dann gibt es in dieser Welt noch Drachen und Riesen. Und es ist so, dass die Menschen und die Drachen gegeneinander Krieg geführt haben und die Menschen mithilfe der Hexer die Drachen in die Berge verbannt haben. Und, ja, nur so am Rande noch zur Erklärung. Aber wie gesagt, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Auf jeden Fall spielen die Drachen hier noch eine relativ große Rolle. Die Hexen spielen eine große Rolle. Und natürlich ist die Frage, was ist mit Noelle und wo kommt Noelle auf einmal her und was hat das alles für einen Grund? Und wie gesagt, dem geht man dann im zweiten Teil auf den Grund und erfährt, was da eigentlich alles so los ist und wer Noelle und Noelle eigentlich sind. Und ich fand es richtig gut. Der Auftakt, wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich fand das Setting sehr cool. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, auf den zweiten Teil, wenn er dann im Juli erscheint. Und ja, ich denke, das wird richtig gut. Und ich denke, auch die weiteren Teile werden richtig gut. Und Niki hat sich da echt was einfallen lassen und die hat da echt eine coole Fantasy-Welt geschaffen, die ich jetzt auch so noch nicht gelesen habe. So viel zu Noelle und Noelle. Ich verfalle schon wieder in Schwafeleien. Lassen wir das an der Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, klickt oben in die Infokarte auf das Video, wo ich dieses Buch auch nochmal vorstelle. Dann ging mein Lesemonat weiter mit dem letzten Teil von Percy Jackson, Die letzte Göttin. Und ich war froh, als dieses Buch vorbei war. Ich mochte die Reihe an und für sich echt gern. Und ich mochte auch Percy gern und Annabeth und Grover. Und ich mochte diese ganze Welt, diese Urban Fantasy Welt mit den Göttern und den Menschen und dem ganzen Drum und Dran. Aber nach 5 Bänden hat man auch einfach erstmal keinen Bock mehr, da weiterzulesen und ist froh, wenn es vorbei ist. Und ja, ich muss noch sagen, was mich hier gestört hat in dieser Reihe, das Ende. Das Ende war für mich, ich habe da so einen riesen Knall erwartet und so ein großes Feuerwerk und naja, es war so ein kleiner Knallfrisch. Uff. Ja, damit war ich leider nicht so ganz zufrieden. Zum Inhalt vom letzten Percy-Teil möchte ich eigentlich nichts weiter sagen, weil egal, was ich euch erzähle, ich spoilere euch. Also, das ist immer so ein Problem mit Folgebänden und gerade letzten Bänden, da muss man echt immer aufpassen. Und wie gesagt, zum Inhalt kann ich nicht viel sagen, außer dass sich der Kampf
zwischen den Göttern, den Titanen und die Menschen und das spitzt sich alles zu und kommt dann hier natürlich zum großen Finale und man, wie gesagt, wartet auf diesen großen Knall, auf diese große, jetzt ist die große Auflösung und naja, irgendwie kommt sie halt nicht. Und also sie kommt schon in die Auflösung, aber nicht so, wie ich jetzt erwartet hätte und das fand ich schade. Aber wie gesagt, ansonsten, ich mochte die Reihe im Großen und Ganzen sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, ab dem dritten Band, hat man schon gemerkt, dass die Reihe abgebaut hat. Also Band 1 und 2 waren richtig gut, die haben mir vom Schreibstil gut gefallen, die haben mir vom Inhalt gut gefallen, ich mochte die Charaktere. Und dann kam der dritte Band und dann fing es an, man hat angefangen zu stagnieren. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass die Protagonisten sich weiterentwickeln, weil die werden ja von Buch zu Buch ja älter. Und immer wenn ich gelesen habe, war Percy Lee im zweiten Teil für mich so 13, 14 Jahre alt. Also man hat für mich jetzt, für meinen Geschmack, die Charakterentwicklung zu wenig vorangetrieben. Und man hat zu wenig gemerkt, dass die Protagonisten hier erwachsen werden und heranreifen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, also das fand ich doof, das ist ein bisschen untergegangen. Und dann ist mir am vierten und fünften Band diese erzwungene Liebesgeschichte, die da irgendwie noch... die man da irgendwie noch aufnimmt, das war auch irgendwie nicht meins. Das hätte man entweder weglassen können oder man hätte da wirklich irgendwie ein bisschen mehr rein investieren müssen in die ganze Sache, aber sowas irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und ich hätte es besser gefunden, wenn man es einfach weggelassen hätte. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, der letzte Teil war okay. Es war aber halt für mich jetzt kein grandioser Abschluss oder sowas. Es war ein gutes Ende, kann man so sagen. Aber ich bin froh, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Ich möchte irgendwann nochmal die Helden des Olymp lesen und auch die Kane-Chroniken. Und ja, werde ich aber dieses Jahr definitiv nicht mehr machen. Kann ich euch schon sagen. So viel zu Percy. Nachdem ich Percy Jackson gelesen habe, habe ich dann dieses Buch hier gelesen. Ich bin das Chaos von Celeste Elaine. Das ist der zweite Teil der Issei-Reihe und im Moment auch der letzte Teil der Issei-Reihe. Also im Moment ist es eine Dilogie. Und ich überlege gerade auch hier, wie ich euch den Inhalt beschreiben kann, ohne zu spoilern, weil das ist echt schwer. Weil hier in der Reihe ist es auch so, wir knüpfen ungefähr 5-6 Monate nach dem Ende vom ersten Teil an. Und am Ende vom ersten Teil hat sich die ganze Welt, in der das Spiel total verändert. Ich kann aber so viel sagen, wir begleiten hier immer noch unsere Protagonistin Selena und Adrian. Und begleiten sie ja, wie gesagt, auf dem Weg in der Welt, wo sich alles verändert hat und gucken halt, wie sie sich zurechtfinden. Oh, Malteser! Ich habe Malteser bekommen. Ich liebe Malteser! Danke, Malteser! Danke, mein Schatz! Wo war ich jetzt? Selena und Adrian versuchen halt, wie gesagt, immer noch ihren Platz in dieser Welt zu finden. Und Selena wird dann aufgrund der Ereignisse, die passiert sind, ins Gefängnis gesperrt. Und Adrian versucht ihr zu helfen und muss dafür in den Dschungel gehen, wo die Issei einst ihr Raumschiff versteckt haben. Und versucht dort Hilfe zu finden für Selena, mithilfe der Issei dann halt. Und ja, dabei geht aber natürlich einiges schief und am Ende stehen die beiden einer ganz großen Macht gegenüber, wo alle nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. So, mehr sage ich jetzt zum Inhalt nicht. Ich glaube, das ist so grob angerissen, was da passiert. Also wenn ihr genau wissen wollt, was im zweiten Teil passiert, dann, ich verlinke ihn euch unten in der Infobox, dann klickt einfach da drauf und schaut euch bei Amazon die Inhaltsangabe an. Aber ich möchte halt hier niemanden so vorweg spoilern und wenn man den Rückband liest, dann kriegt man das Ende vom ersten Teil gespoilert, deswegen ist das doof. Aber so viel erstmal dazu. Ich mochte den zweiten Teil auf jeden Fall total gerne. Ich mochte auch den ersten. Ich weiß, ich hatte damals beim ersten Schwierigkeiten mit der Erzählerperspektive, weil ich einfach damals, wo ich das Buch gelesen habe, das war 2014, glaube ich, habe ich noch nicht so viel gelesen gehabt mit Erzählerperspektiven. Und das hat sich ja aber inzwischen geändert, deswegen hatte ich da auch absolut und keine Schwierigkeiten mehr. Ich mochte das Setting, die Charaktere waren auch total toll. Also Adrian und Selena, ich mochte sie im ersten, ich mochte sie im zweiten. Und auch die Nebencharaktere kann man gut verstehen und die Handlungsweisen halt auch nachvollziehen. Da gab es nämlich absolut keine Lücken, keine Schwierigkeiten, kein gar nichts. Und ja, es ist ein toller zweiter Teil und ich hoffe, dass der dritte irgendwann nochmal mitkommt. Das nächste Buch, was ich dann gelesen habe, habe ich nicht mehr da. Das habe ich schon zurückgegeben, deswegen blende ich es euch auch hier ein. Und zwar war das Wilde Magie von Christine Fehan. Und das war so mein Flop des Monats, möchte ich sagen. Also... dieses Buch hat 20% Handlung und 80% dummes Rum. Ihr wisst, was ich meine. Ja, was soll ich dazu sagen? Also dieses Buch begann erstmal mit einem ersten Teil, mit einer Story, die mit dem zweiten dann überhaupt nichts zu tun hatte. Wo ich dachte, hä? Was soll das jetzt? Weil hinten auf Rückband geht es um Rio und Rachel und dann fängst du an und liest Brand und... wie sie Maria? Ich weiß es nicht mehr. Wie weit ist denn aus 140 Seiten Brand und Maria? Und ich denke mir so,
hä? Aber laut Rückbrand geht es doch um was ganz anderes. Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Also das hat mich erstmal total irritiert. Dann im zweiten Teil von dem Buch kam dann Rio und Rachel. Hatte aber mit dem ersten auch überhaupt nichts zu tun. Also ich habe es nicht verstanden. Und ja, wie gesagt, dann war die Handlung, wenn sie da war, war sie eigentlich ganz gut. Also sie hat mir so vom Handlungsstrang her gut gefallen. Denn es geht im Prinzip um Rachel. Und Rachel flieht vor ihrer Familie und flieht vor ihrer Vergangenheit. In den brasilianischen Dschungel, so als Hilfsorganisationsmitarbeiterin, und will sich dann dort absetzen. Da hat sie dann einen Unfall und wird schwer verletzt und Rio pflegt sie dann quasi gesund und dann entfacht die Leidenschaft zwischen den beiden und dann muss Rachel noch sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und Rio hat natürlich auch eine Vergangenheit, die auch nicht ganz so ohne ist und dem müssen sie sich auch noch entgegenstellen. Also vom Prinzip her, wenn Handlung da war, fand ich sie richtig gut, aber leider war sie erschwund in dem Buch und das war mir einfach zu viel. Ja, es war mir einfach zu viel mit dem Ganzen und ich habe dann wirklich die ganzen Stellen überlesen und es war ein 650-Seiten-Buch und ich hatte es so in einem Tag, anderthalb Tagen dann fertig, weil ich halt ja alles überblättert habe und nebenbei noch was anderes gelesen habe. Also nein, 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 es war absolut nicht mein Buch und ich glaube, Christine Fehan schreibt generell so. Also meine Arbeitskollegin, ich habe sie dann gefragt, weil ich hatte auch die Folgebände noch da und sie hat gesagt, ja, die sind alle schon so wie der erste Teil, also habe ich die dann gar nicht erst gelesen. Die meine Kollegin dann ungelesen gleich zurückgekriegt. So macht man Superbau. Ein Buch gelesen, 6 abgegeben. Und ja, also ich glaube, das ist einfach nicht meins. Das ist mir, glaube ich, zu viel Sex, zu wenig Handlung und ja, ist einfach nicht mein Fall, aber es gibt ja Leute, die mögen das. Also von daher will ich zu dem Buch gar nichts weiter sagen. Nachdem ich Wilde Magie beendet hatte, was ja nicht so lange gedauert hat, habe ich dann dieses Buch hier gelesen mit der lieben Sina zusammen. Und zwar Zweilicht von Nina Blaschow. Und Isa, falls du das siehst, ich blende dir hier ein, wann du weiterlesen kannst, falls du dieses Video schaust, dann du möchtest ja nichts wissen mit Nina Blaschow. So, deswegen, ich blende das nur für dich hier unten ein. Und ja, so, für alle anderen ist es mal zum Buch. In diesem Buch geht es um Jay. Jay ist 17 Jahre alt und er ist für ein Austauschjahr in Amerika. Er lebt dort bei seinem Onkel und bei seinem Cousin. Und ja, geht dort auf die Highschool und hat auf der Highschool auch schon quasi ein Mädchen ins Auge gefasst. Und ihr Name ist Madison. Und Madison und er sind aber nicht so konform gekommen bisher. Und dann kommen sie dann halt doch irgendwie ins Gespräch. Und ja, wo war ich jetzt? Mann, mein Freund kam schon wieder rein. Ich hasse es zu drehen, wenn er da ist, weil ich immer unterbrochen werde. Und gleich fängt er an, mit meinem Hund Ball zu spielen. Und wenn es hier rumst im Hintergrund, dann tut es mir leid, aber ich kann den ja nicht verbieten, hier sich zu bewegen. Also, ja, wo war ich jetzt? Ja, auf jeden Fall lernt Jay dann Madison kennen und die beiden verstehen sich dann auch ganz gut und plötzlich taucht ein anderes Mädchen auf und zwar Ivy. Und Ivy erzählt ihm Sachen und Dinge, die er gar nicht glauben kann und zeigt ihm eine Welt, die es auch so eigentlich gar nicht geben kann. Und mit der Zeit begreift Jay, dass alles, was Ivy ihm erzählt, vielleicht doch gar nicht so falsch und gelogen ist. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt, glaube ich, auch gar nicht verraten, sonst verrate ich euch wirklich viel zu viel. Nur eins, dieses Buch hat mich echt erwischt. In der Mitte von der Geschichte wusste ich gar nichts mehr. Ich habe dann Sina gleich eine Sprachnachricht geschickt, so, hä, verstehst du, was hier gerade los ist? Ich dachte, das wäre der und der und nicht so und so und nicht so und wieso, hä? Und Sina so, nein, ich verstehe es auch nicht. Dann dachte ich, gut, du bist nicht doof, du hast das nicht oder einfach nicht verstanden, sondern es war so gewollt, dass die Leser hier irritiert werden. Und das fand ich jetzt am Rückblicken betrachtet eigentlich gar nicht so schlecht, dass man den Leser hier komplett auf die falsche Fährte lockt und dann am Ende oder in der Mitte zu sagen, so, bäb, falsch gedacht. Ja, so nach dem Blick hat es mir doch eigentlich ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, beim Lesen hat es mich ein bisschen irritiert und verwirrt und so, was? Und dann blättert man ja wieder vor und wieder zurück, ob man irgendwas überlesen hat. Und das macht es beim Lesen an für sich ein bisschen anstrengend, aber so rückblickend betrachtet fand ich es eigentlich ganz gut. Hier habe ich auch wieder zu meckern, dass mir das Ende nicht so ganz gefallen hat. Also, das war mir ein bisschen zu, ja, es war mir einfach zu flach, das Ende. Also, ich habe mir dann gedacht, ernsthaft, also nicht das Ende-Ende, sondern das Ende von der Handlung her. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht der Epilog, sondern das Ende, wenn immer so der große Knall kommt. Das wäre mir ein bisschen zu flach. Und da habe ich mir echt gedacht, so ernsthaft jetzt, das hätte man auch schon viel eher so lösen können. Aber ansonsten hat es mir gesagt, sehr gut gefallen. Ich mochte auch den Schreibstil von Nina Blaschow wirklich sehr, sehr gern. Sina hat das so schön gesagt, sie schafft es, Bilder einen in den Kopf zu pflanzen. Und man kann sich diese Szenen teilweise, wie die beschrieben werden, wirklich richtig gut vorstellen. Und ja, das mochte ich auch total gern. Es gab aber auch in dem Buch so 2, 3 Szenen, wo ich dachte so, warum? Das kann man doch einfach weglassen, das interessiert gerade keine Sau. Das trägt auch nichts zur Handlung bei und ist absolut unnütz. Aber ich glaube, sowas hat man in jedem Buch, aber hier ist es mir halt arg aufgefallen.
Ja, aber im Großen und Ganzen mochte ich dieses Buch wirklich gern und es ist definitiv nicht mein letztes Nina Blachau-Buch. Nach Zweilicht habe ich dann mal wieder eine Zombie-Geschichte gelesen und zwar Anonyme Untote von S.G. Brown. Eine Zombie-Liebesgeschichte im Untertitel und in diesem Buch geht es um Andy und Andy rottet im Keller seine Eltern so vor sich hin und fristet so ein Dasein als Zombie, denn Andy hatte einen Autounfall, der tödlich geendet ist quasi und er ist halt wieder auferstanden. Und in der Welt, in der er spielt, ist das völlig normal, dass von 1000 Toten einer wieder aufersteht, das ist dann halt so. Damit müssen dann halt die Verwandten leben und die müssen sich dann halt um den Zombie kümmern. Andy lebt auf jeden Fall bei seinen Eltern im Weinkeller und fristet da so ein ziemlich tristes Dasein. Hat eigentlich auch keinen Bock mehr auf sein Leben, hat natürlich auch keine Perspektive mehr, denn den Zombies wird jedwedes Menschenrecht genommen, weil sie eigentlich tot sind. Und das ist natürlich ziemlich kacke, weil die dürfen nichts mehr machen, die dürfen kein Auto mehr fahren, die dürfen nicht einfach mal mehr ins Kino gehen oder irgendwas machen. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig. Und den einzigsten Lichtblick, den Andy immer so hat, ist das Treffen der anonymen Untoten, was einmal die Woche stattfindet, wo sich halt so mehrere Zombies aus dem Bezirk oder dem Einzugsgebiet treffen und dann halt sich gegenseitig ihr Leid klagen. Und ja, das ist so das Grobe, was ich vom Inhalt sagen kann, sonst spoil ich euch echt viel zu viel. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Buch anfängt, weil dieser Anfang, dieses erste Kapitel von dem Buch ist so, what? Das habe ich in meiner Rezi erzählt, dann schaut dort einfach nochmal rein, da gehe ich nochmal genau auf den Anfang ein. Und ja, also es ist wirklich, wie es hinten beschrieben ist, morbide, makaber, mordsmäßig lustig und nicht zu schwach im Wegen. Und dem kann ich wirklich nur so zustimmen. Es war teilweise wirklich ein bisschen eklig, es war teilweise wirklich ein bisschen makaber. Aber ich mochte es total gern und was hier alles so passiert, hat mir richtig gut gefallen. Und es ist halt nicht so eine typische Zombie-Geschichte, wo die Zombies Hohlpratzen sind, die keine Ahnung, nur röchelnd durch die Gegend laufen und Menschen fressen, sondern hier sind Zombies halt noch lebende Wesen, die auch noch denken können und versuchen halt ein normales Leben zu führen. Und das fand ich richtig gut und auch dieser politische Aspekt, der hier so ein bisschen angerissen wurde, hat mir richtig gut gefallen. Und natürlich darf die Liebesgeschichte hier auch nicht zu kurz kommen, denn Andy verliebt sich nach seinem Tod nochmal. Und das ist auch sehr, sehr krass, was da am Ende dann deswegen alles noch passiert. Und ja, wenn ihr Zombie-Bücher mögt, dann schaut euch Anonyme Untote von S.G. Brown auf jeden Fall mal an. Nach Anonyme Untote kam dann mein Gestaltenwandlerbuch vom Mai und zwar Einsame Spur von Nalini Singh. Das ist der 11. Band der Gestaltenwandlerreihe und im 12. Band ist es so, dass da irgendwas ganz Großes passiert und da steht hinten drauf und die Welt wird sich verändern und nichts ist mehr wie es war. Und man merkt, dass dieser Band nur so ein Überleitungsband zum 12. ist leider. Also ich finde die Hauptgeschichte um Rias und Adria, um die es in diesem Buch geht, kam mir ein bisschen zu kurz. Und die ganzen Nebenstränge und die ganzen Handlungen von den ganzen vorherigen Büchern wurden wieder aufgegriffen und weitergesponnen. Und mir waren das einfach dann in diesem Buch zu viele Baustellen. Also ich war dann teilweise verwirrt. Es war mal dort, dann war man dort, dann war man dort, dann wieder bei dem und dann waren die dort. Und dann, okay, ich komme noch irgendwie mit. Und das war mir einfach zu viel. Deswegen hat mir dieses Buch nicht so ganz gefallen von dieser Reihe. Wie gesagt, mir kam auch die Geschichte von Rias und Achia ein bisschen zu kurz. Und es ist definitiv einer der schwächeren Teile. Aber zum Inhalt, im Prinzip geht es um Rias und Adria, wie ich gerade schon sagte. Und Adria hat eine ganz, ganz schlimme Beziehung hinter sich und ist dabei noch das Ganze zu verarbeiten und ist auch froh, im Moment erstmal Single zu sein. Da trifft sie natürlich auf Rias. Rias ist ein einsamer Wolf und Rias hat sein Herz einer Frau geschenkt. Ich habe heute Sprachfehler. Rias hat sein Herz einer Frau geschenkt, die er niemals lieben kann und niemals lieben darf. Und ist dazu eigentlich nicht mehr in der Lage, noch eine Beziehung einzugehen. Aber irgendwie fühlen die beiden sich doch schon magisch voneinander angezogen und beginnen natürlich eine heiße Affäre. Und ob aus dieser heißen Affäre mehr werden kann, das ist das, worum es in Einsame Spur eigentlich geht. Plus die ganzen Nebenstränge, die ja noch abgehandelt werden als Vorbereitung auf den 12. Band. Ja, eigentlich wie gesagt, war es okay, aber es war mir zu viel Baustellen, zu wenig Rias und Adria und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auf den 12. Teil gespannt, weil man ist jetzt hier nochmal gut instruiert worden, man ist nochmal gut in die ganzen Handlungen eingewiesen worden, wie war das eigentlich genau bei wem, aber es war halt zwischendurch einfach ein bisschen zu viel und ja, ich bin jetzt auf den 12. Band gespannt und da geht es um Caleb Krychek und so, wuhu, Caleb Krychek, wuhu. Ich bin so gespannt, wie die Geschichte von dem ist, gerade der Niki auch so von dem 12. Band schwärmt. Ich glaube, ihr seid alle froh, wenn ich mit dieser Reihe dann übernächsten, nee, ich habe noch 12, 13, 14, also 3 Monate müsst ihr das noch ertragen, dann bin ich erstmal durch bis Dezember. Dann habt ihr davon erstmal Ruhe. Ich glaube, da macht ihr auch alle 3 Kreuze, nicht nur ich. So. Ach,
Gott, zwei sind's noch. Und zwar einmal dieses hier, Lockwood und Co. von Jonathan Stroud, die seufzende Wendeltreppe, der erste Band der Lockwood-Reihe. Und ich muss sagen, ich mochte dieses Buch gern. Ich hatte hier so meine Startschwierigkeiten mit diesem Buch. Also die ersten 60 Seiten waren nicht so meins. Und da kam hier in die Geschichte auch irgendwie nicht rein, weil man so in diese Welt reingeworfen wurde. Und man musste das alles erstmal so hinnehmen, ohne eine Erklärung dafür. Und dann hat man aber dann so ab Seite 60 oder so so mit Rückblenden gearbeitet und man hat das alles so ein bisschen erklärt bekommen. Wieso ist das so? Warum? Was ist genau in der Welt eigentlich passiert? Und da ging es dann. Da kam ich dann in die Geschichte auch rein und ja, fand das alles auch richtig gut. Und ich hatte es in meiner Rezension schon gesagt, ich finde, Jonathan Stroud hat hier eine ganz, ganz coole Atmosphäre geschaffen. Also es ist nicht einfach nur London in England mit ein bisschen Fantasy-Elementen, weil durch diese Geister ist natürlich alles ein bisschen anders in der Welt als wie bei uns. Sondern ich finde auch die Atmosphäre, wie er das schreibt und wie er diese ganzen Szenen beschreibt, fand ich richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Lucy Carlyle. Und Lucy arbeitet in ihrer kleinen Stadt bei der dortigen Geisterjägeragentur und hat dann keinen Bock mehr, nachdem dort ein Vorfall passiert ist, und geht nach London, um sich dort bei einer der großen renommierten Geisterjägeragenturen vorzustellen und hofft dort auf einen Job. Natürlich wird sie bei diesen abgewiesen und landet am Ende bei Lockwood & Co. Lockwood gibt ihr den Job und stellt sie ein, und nachdem sie einige Aufträge erfolgreich absolviert hatten, nehmen sie einen neuen Auftrag an und sollen einen Hausgeist vertreiben. Hierbei geht einiges schief und sie fackeln versehentlich das Haus der Besitzerin ab und müssen da halt eine Summe von 60.000 Pfund aufbringen, um halt den Schaden zu ersetzen, und das stellt sie vor ein ganz schönes Problem. Und was jetzt genau alles passiert, wie sie das Geld beschaffen und diese ganzen anderen Dinge, was das mit der seufzenden Wendeltreppe alles noch zu tun hat, das verrate ich euch nicht, weil dann würde ich euch spoilern, weil das hängt alles miteinander zusammen, so viel kann ich euch sagen. Und ja, deswegen vom Inhalt möchte ich gar nicht mehr sagen, sonst spoile ich euch wirklich und dann möchte ich nicht. Und ja, ich mochte die Charaktere, wie gesagt, ich mochte die Atmosphäre in dem Buch, also das Setting. Ich mag ja allgemein England und alles, was in England und so spielt, und Schottland und Irland und so, die ganze Ecke da oben, mag ich unheimlich gern. Und von daher hatte das Buch eh schon Pluspunkte bei mir. Und ja, aber wie gesagt, ich mochte die Welt, in der das spielt, ich mochte die Charaktere, sie waren total liebenswert und ich konnte mich in sie hineinversetzen und ich konnte die Handlungsweisen der Protagonisten auch nachvollziehen. Und ja, ich mochte einfach das ganze Buch und es hat mir richtig gut gefallen und ich werde hier auf jeden Fall dranbleiben und die weiteren Bände noch mitlesen, wenn ich irgendwann mal super Bock betrieben habe. Damit wären wir beim letzten Buch vom Mai, und das war dieses hier, Dante Walker Seelensammler. Ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Was habe ich mich auf dieses Buch gefreut und wie cool fand ich dieses Buch und wie cool fand ich den Rückband und die ganze Story und wie sehr hat es mich enttäuscht. Dieses Buch war auch mit die Enttäuschung des Monats. Also das war eigentlich meine Enttäuschung des Monats. Bei Wilde Magie hatte ich ja gar keine Ansprüche, aber hier war meine Latte ziemlich hoch und ich bin ziemlich tief gefallen, leider Gottes. Bei Dante ist es so, es geht in diesem Buch um Dante Walker und er sammelt Seelen für die Hölle. Und er soll befördert werden, sodass er immer auf der Erde wandeln kann und nicht mehr zwischendurch in die Hölle runter muss, weil wer hat schon Bock auf die Hölle? Ich nicht. Glaube ich auch nicht. Und das ist nicht schön und das ist gruselig und heiß und naja, ihr wisst halt, Hölle halt. Und deswegen soll er noch einen Auftrag erfüllen und die Seele von Charlie einsammeln und diese in die Hölle schicken. Dies macht er, indem er immer wenn ein Mensch oder halt Charlie dann in dem Fall irgendeine böse Tat begangen hat, kriegen die so ein Siegel aufgeklatscht. So, und wenn die Seele so und so viele Siegel hat, dann geht sie in die Hölle, und wenn der Mensch dann stirbt, dann fährt er halt runter und nicht nach da oben. Und auf jeden Fall ist es so, dass dann halt Charlies Seele einsammeln soll. Und das ist natürlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn Charlie weckt in Dante Gefühle, die er längst verloren geglaubt hat und wo er dachte, sowas wird er nie wieder fühlen können. Und damit gerät sein Auftrag ganz schön ins Wanken. Und ob Dante Charlie nun in die Hölle schickt oder nicht, das ist das, worum es in Dante Walker Seelensammler geht. Und mehr sage ich zum Inhalt auch nicht, weil sonst spoilere ich euch, das möchte ich nicht. Und ja, was hat mich an diesem Buch so genervt? Stereotypen, Kitsch und Klischees. Ihr wisst, ich bin ein Mädchen, ich liebe Kitsch, ich liebe Klischees, ich mag Stereotypen, ich liebe Jennifer Lamontort. So kann man das ja auch sagen. Diese Frau lebt von Stereotypen, Kitsch und Klischee. Und aber in diesem Buch war es mir einfach von allem zu viel. Es war einfach, Dante ist der typische Bad Boy, Charlie ist das kleine, schüchterne, graue Mäuschen. Und dann ging mir diese Handlung teilweise sehr schnell voran und dann hast du sich an manchen Stellen wieder gezogen.
Ja, also ich bin mit diesem Buch einfach nicht zufrieden gewesen, kann ich euch nur sagen. Das einzig Positive an diesem Buch war der Schreibstil von Victoria Scott, der hat mir richtig gut gefallen. Der ist ja so ein bisschen sarkastisch und witzig und natürlich ist er relativ einfach zu verstehen, weil es ja ein Jugendbuch ist. Aber das ist so das Einzige, was das Buch so noch ein bisschen gerettet hat bei mir. Aber ansonsten kann ich aber dann nicht wirklich ein gutes Wort verlieren, weil es war wie einfach zu viel. Zu viel von allen. Und ich werde diese Reihe, falls sie weiter übersetzt wird, definitiv nicht weiterlesen. Also das habe ich mir jetzt schon gesagt. Dafür ist mir mein Geld und meine Zeit zu schade. Es sei denn, die Niki kommt wieder und sagt, lies den zweiten Teil. Er ist so gut und er ist so viel besser als der erste. Aber Niki hat schon gesagt, dass ihr der erste gefallen hat. Von daher weiß ich es jetzt nicht. Und tja. Aber wie gesagt, Dante Walker Seelensammler war einfach nicht mein Ding. Ich hatte hohe Erwartungen und ich bin tief gefallen. Und ja, es ist einfach zu viel von allem gewesen. Kann man nicht anders sagen. Das war mein Lesemonat vom Mai. Es waren, wie gesagt, insgesamt 9 Bücher, die ich gelesen habe. Meine Reading Challenge von Goodreads schreitet voran. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eines dieser Bücher kennt, ob ihr mit mir einer Meinung seid oder ob ihr sagt, nee, das ist ja ganz anders. Dante Walker zum Beispiel ist viel, viel cooler, als du sagst. Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Mich interessiert es auf jeden Fall, wie ihr das Ganze seht und wie ihr darüber denkt. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.